Moin Leute, heute geht es darum, ein realistisches Piano zu erstellen. FL Studio spielt das Piano halt meistens in derselben Lautstärke ab, sehr on point, und das ist halt einfach nicht sehr realistisch und fühlt sich halt sehr roboterhaft an, und deswegen ändern wir das heute mit ein paar simplen Tricks. Dafür gehen wir auf Packs, dann auf Instruments, natürlich immer alles FL Studio eigene, so wie eigentlich sonst immer auch, und auf Grand Piano. Das können wir einfach nehmen, dann rausziehen und hier in unser Channel Rack ziehen. Das habe ich eben schon gemacht, und wie man sieht, ist da schon was drin. Mit Linksklick gehen wir rein. Ich habe hier schon mal vier Akkorde vorbereitet. Die hören sich so an. Klingt das nicht absolut scheiße? Okay, ja, bin auch der Meinung, aber wir ändern das jetzt. Und zwar nehmen wir halt erstmal diese Grundakkorde und bauen da eine Melodie drüber. Ich bin jetzt hier in einer recht netten Tonlage. Wir können theoretisch einfach nehmen. Und wenn man das halt ein bisschen gemacht hat und sich ungefähr eine Melodie ausgeguckt hat, dann sieht das Ganze aus. Zack. Genau, habe ich auch schon vorbereitet. Woo! Und dann sieht man hier auch schon drin, dass hier ein paar kleine Lücken sind. Ja, genau. Warum sind hier ein paar Lücken? Weil sich das realistischer anhört. Normalerweise wären ja alle immer so ein wenig komplett halt on time. Ich mache das hier mal, also hier oben mit Magneten könnt ihr halt allen Stellen, wo die Noten dran anrasten. Ich habe jetzt auf Non gemacht, deswegen kann ich die jetzt. Ups, so, ich sollte ja nicht alle auswählen, sondern da kann man jetzt frei bewegen. Und ja, dann fällt einem das leichter, die einzeln zu bewegen. Das ist halt wichtig, weil ein Pianospieler spielt halt schon sehr genau, vor allem wenn er richtig professionell ist. Aber halt wirklich nicht komplett durchgehend genau. Das ist halt schon sehr roboterhaft. Deswegen nimmt man die einzelnen Noten, also halt nicht alle, aber so ein paar, und verschiebt die halt so ein bisschen nach vorne, so ein bisschen nach hinten, so ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Jetzt nicht so, dass jetzt komplett scheiße klingt, aber halt einfach ein bisschen menschenhafter. Genau, hier habe ich es auch schon gemacht. Hier am Anfang habe ich noch gelassen. Und so an sich geht das alles. Das habe ich jetzt mit den Bassnoten nicht gemacht, weil die bewegen sich jetzt nicht so. Und ich finde das da nicht so wichtig. Das Ganze können wir jetzt noch nehmen. Also das ist jetzt die Melodie. Das unten ist ja das Bassding. Mit Steuerung C kopieren wir das. Mit Steuerung V machen wir es wieder rein. Bewegen wir nach vorne. Und mit Steuerung Pfeil nach oben. Zack. Nehmen wir das nochmal doppelt, eine Oktave höher. Das klingt so. Genau, und dasselbe machen wir dann noch mit den Bassnoten. Zack, Steuerung C, Steuerung V, ans Anfang, an den Anfang, und dann ein runter. Und dann sollte es schon mal besser klingen. Genau. Dann nehmen wir noch die ganzen oberen Noten. Und gehen hier auf den Pfeil und dann auf Tools und dann auf Randomize. Oh shit, was ist da denn passiert? Ja, der nimmt jetzt eure Noten, die ihr eingefügt habt, und eine Skala und randomisiert die. Das können wir uns auch gerne mal anhören. Holy shit. Ja, dann deswegen deselektieren wir hier Pattern. Und dann bleibt nur noch Levels. Hier haben wir Velocity, das ist halt die Lautstärke. Und da sehen wir hier unten quasi alle Noten, die wir angewählt haben, sind jetzt rot. Das sind die Lautstärken einzelner Noten. Das hier ist jetzt zum Beispiel vom Bassding, das ist nicht rot. Und das sind nur die Lautstärken hier unten von den Melodietönen. Und die können wir hier ein wenig randomisieren, und dass wir die jede einzeln bewegen müssen. Weil hier unten können wir das auch einstellen, aber das hier hat quasi dann einen Effekt auf das ganze Ding. Dann Velocity. Zack, ein bisschen hoch und runter, das sorgt dafür, dass nicht jede Taste genau exakt gleich laut gespielt wird, sondern halt auch ein bisschen Unterschied ist. Und die jetzt ein bisschen leiser, die da wieder ein bisschen höher, und das halt ein bisschen Unterschied ist, das macht das Ganze schon wieder sehr viel realistischer. Gut,
Dann machen wir es einfach mal so. Hier können wir das selber noch mit Panning machen. Also, dass halt, wenn wir eher nach links ist, also der Ton eher von links kommt oder nach rechts oder sonst was. Aber das ist jetzt alles gerade nicht wichtig. Einfach nur so als Zusatzinfo. Dann drücken wir auf Accept und dann haben wir das. Jetzt gucken wir mal. So, ich glaube, hier hat man es auch vor allem ganz gut gehört. Ja, dann gehen wir weiter. Und zwar nehmen wir jetzt unsere Akkorde und gehen dann hier wieder zack auf Tools und dann auf, wo ist es, auf Strum. Jetzt seht ihr schon, die Noten haben sich direkt ein bisschen bewegt, weil das sorgt dafür, dass ihr quasi wie bei einer Gitarre runter einmal so runter dring. Ja, dann könnt ihr hier quasi die Stärke davon auswählen und halt von wo und von was, so von oben nach unten, das ist quasi wie Up und Downstrum bei der Gitarre. Könnt ihr so machen. Dann noch Tension dabei, wie sehr das dann quasi auseinandergehen soll. Hier Tension nochmal so sehr gezeigt. So, oh, hallo, Malwarebytes. Danke für den Scan. Ich hoffe, du hast nichts gefunden. Dann Strange, ja. Und das Ganze geht dann natürlich nochmal in diese Richtung. Das Ganze geht halt auch noch mit dem Ende. Zack. Ende finde ich meistens nicht so geil, aber das ist halt wirklich Geschmackssache. Wir nehmen jetzt auch hier Strum und machen so ein bisschen. Zack. Jetzt können wir noch Preserve End machen, damit sich halt nicht dann überlappt. Das kann auch den Mix verwaschen. Jetzt hören wir das Ganze einfach mal an. Zack, Accept und dann. Ja, alles klar. Klingt doch schon mal besser. Man kann jetzt, was ich sehr gerne mache, Reverb halt draufpacken. Ach, war ja sogar schon. So, richtig schön viel. Das ist jetzt übertrieben, aber keine Ahnung. Reverb macht einfach alles besser. So, ja, das ist halt ein realistisches Piano. Also es ist ungefähr in die Richtung des Piano, was ich jetzt ausgewählt habe, ist auch wirklich nicht das Geilste, aber das geht halt einfach nur darum, wie ihr das gestalten könnt und wie nicht. Und ich hoffe, es hat euch was gebracht. Viel Spaß.